Route 1 Stange. Andrea und erwarten wilden Echte zu zweite Modell. Hallo, ich bin's mal wieder und heute habe ich einen Follow Me Around für dich. Es geht nämlich mehr oder weniger spontan nach Barcelona. Und da treffe ich dann meine süße Andrea 007 Morgenstern, weil wir zusammen diesen Trip machen. Deshalb gibt es jetzt diese spontane Reiseeinlage hier. Jetzt aber erstmal zum Flughafen, Duty Free stürmen und Geld dort anlegen. Ich brauche nämlich zum Beispiel auch einen neuen Augenbrauenstift und solche Scherze. Und ja, dann sehen wir uns später wieder. Und ich habe schon das erste Mal gesündigt. So, mein erster Vlog von einer Toilette. Andere machen Toilettenfotos, ich mache Toilettenvlogs. Und ich habe einen super chilligen Platz, die ganze Reihe für mich. Und ich darf sogar die Füße hochlegen auf den Sitz. Ich habe extra gefragt. Ich bin da! Und jetzt heißt es zum Hotel gehen. Und jetzt bin ich gerade im Aufzug, noch mit meinem Gepäck hier. Und wir schauen uns jetzt zusammen zum ersten Mal den Hotel Room an. Okay, schnell checken, ob da niemand ist, der mich dumm anschaut, wenn ich hier filme. Okay, und da, dünn, 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 ein dunkler Gang und am Ende ist die 805. Yeah! So. Irgendwie ist es voll gruselig, ganz ehrlich. Das ist wie in so einem Horrorfilm. Oh Gott, ich krieg Angst. Schnell rein. Jawohl. Gut. Mal schauen, wie es hier aussieht. Oh mein Gott, sogar grün. Wie geil. Das Bett. Und ein Balkon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da sieht man über die ganzen Häuser drüber. Voll geil. Da werden wir dann abends hocken und über Gott und die Welt reden. Aber das ist echt schön, dass da auch Grünzeugs ist. Es werde Licht. Ich bewundere gerade dieses Regal. Und hier haben wir auch so eine kleine Garderobe mit Pole-Dance-Stange. Andrea und erwarten wilden Echte zu zweite Modell. Das Bad ist auch cool. Ja. Das ist doch echt schön. Und sogar eine Badewanne. Coolio. Was gibt's da? Irgendwelche Kosmetikzeugse. Ich mag die Seifen in Hotels immer richtig gerne. Da ist auch eine drin, weil die irgendwie viel neutraler sind und beim Kontaktlinsen einsetzen nicht so brennen. Und deshalb freue ich mich immer sehr über Hotelseifen, weil die von den Inhaltsstoffen immer irgendwie eben sehr ähnlich und sehr neutral sind. Oh, schau, wir können den da drüben stalken. Einer im grünen T-Shirt. Wenn der jetzt herschaut, dann kriegt er den Schock seines Lebens und denkt, ich bin die ärgste Stalkerin. Ausschluss. Schluss! Sonst denkst du dir noch, ich bin der totale Freak. Bin ich ja eigentlich auch, aber das darf ja niemand wissen. Okay, hier sind meine Frühstückschips. Die sind extrem wichtig. Jetzt gehen wir da mal raus. Ich teste wirklich das ganze Zimmer gleich auf Herz und Nieren. Ich sollte Hotelkritikerin werden, finde ich. Oha, da kann man auch wieder stalken. Falls du dich wunderst, warum die Andrea nicht da ist und ich die ganze Zeit von ihr spreche, die kommt mit einem anderen Flug. Sie hat nämlich vor mir gebucht. Ich chill mich jetzt hier mal noch auf die Terrasse, bis meine Andrea da ist. Ich hasse es zu warten. Ich will noch ausgehen. Nee. Süß. Jetzt schneide ich hier in der Zwischenzeit sogar schon Videos. Hallo, was machen wir? Ach so, oh, muss ich jetzt die jungfreie Version? Die jungfreie Version. Cocktails und was essen. Irgendeine Kleinigkeit. Ja. Richtig Hunger. Es ist auch total figurfreundlich nach 0 Uhr jetzt. Aber wir sind in Spanien und da macht das gar nichts. Da wird ordentlich reingehauen. Auch ja. Um nachts. Um nachts ist auch eine gute Zeit, ne? Um nachts, ja.
ich fühle mich immer so ranzig mit der Brille. Ich weiß auch nicht. Ich fühle mich da so unwohl. Kennst du das? Zufällig? Ja, das geht mir auch so, aber eigentlich ist das Schwachsinn. Ja, trotzdem, ich fühle mich dann immer so zweitklassig mit Brille. Du bist immer erstklassig. Was geht da? Weiß fette Party. Dicke, fette Party. Unser erstes Essen in Barcelona. Let's try. Das sind Nachos mit was für einem... Guacamole. Ist das Avocado-Zeug? Si. Let's go. Pick your stuff. Und auf geht's. Heute mal voll ungeschminkt, weil ich keinen Bock habe bei der Sonne, dass mir die ganze Brühe runterläuft. So, ich brauche erstmal eine Sonnenbrille, glaube ich. Ich habe meine Sonnenbrille vergessen, voll kacke. Die ganz vergessen? Ja. Dann müssen wir dir wohl eine kaufen. So, Zwischenstopp bei, wie heißt das Ding? Gabriel. Irgendwas mit Tapas, irgend so ein Restaurant. Gabriel. Ganz deutsch. Ja, da machen wir jetzt Zwischenstopp zum Essen und wir haben uns zweimal Burritos bestellt. Einmal natürlich für die Andrea ohne Fleisch und so Zeugs und für mich einen mit Beef und Käse. Ja, und jetzt freuen wir uns schon sehr. Wir sind schon total ausgehungert. Und voll Durst habe ich. Und da kommt das Wasser schon. Jupp. Yay! Das Aqua con Gas. Wir haben auch schon voll viel eingekauft jetzt. Hier. Einmal so Schuhzeugs. Ja, genau. Und zufällig dasselbe. Zweimal den gleichen Rock, ja. Und hier zwei Paar Schuhe. Ein Paar für den Bruder von meinem Freund. Und eins für mich. So Sandalen, schwarze mit goldenen Nieten. Sagt schon alles über mich aus. Wieder mal Prost. Prost. Oh, mein Glas ist leer. Egal. Tada! Und unser Essen ist da. Hier gefilmtes. Und genau das gleiche eigentlich in dunkelgrün bei mir. Also sieht eigentlich ziemlich gleich aus, aber ist eine andere Füllung drin. Und jetzt guten Appetit. So, das hier ist der Hafen von Barcelona. Und da drüben ist ein riesen fettes Einkaufszentrum. Und abends sind hier immer ganz viele so Händler mit irgendwelchem illegalen Zeugs, also nur so Sonnenbrillen und so, die flüchten dann immer gleich, wenn Polizisten kommen. Jetzt holen wir uns gleich ein Eischen. Lecker, lecker. Ein Ben & Jerry's, weil da gibt es so eine Ben & Jerry's Eisdiele sozusagen, also wo man echt sich so die Sorten aussuchen kann. Das ist richtig, richtig gut. Und ich habe mir jetzt noch hier bei Ben & Jerry's ein fettes Eis genommen. Einmal Caramel Choo Choo, das ist mit so Karamellstückchen. Dann das New York Super Fudge, das ist mit ganz vielen verschiedenen Schokoladestückchen in Schokoladeeis. Und Cookie Duff, das ziehe ich mir jetzt rein und das ist das beste Eis auf der ganzen weiten Welt. So, und jetzt haben wir beim Japaner einen geilen Salat mit Sesam und undefinierbarem gelben Zeug obendrauf. Sieht immer lecker aus. Und Spargel aus. Guten Appetit. Erster Gang. So, du hast klassische Frühlingsrollen, oder? Ja. Die vegetarische. Es gab auch welche mit Fleisch. Ich kenne das eigentlich immer nur vegetarisch. Ich auch. Ja. Und ich kriege jetzt solche Spießchen hier als zweiten Gang. Yay. Du musst halt dann da sein, aber abends müssen wir gucken, beziehungsweise... Tag 3 in Barcelona. Wir sind aufgestanden, haben schon gefrühstückt und uns jetzt fertig gemacht. Und jetzt geht's los, erstmal zur Apotheke, weil ich da ganz unsexy eine Blase habe. Beziehungsweise ist die schon aufgegangen, also ist nur noch Fleisch. Und das ist eher unbequem zum Gehen. Deshalb erstmal zur Apotheke. Und was machen wir dann? Keine Ahnung eigentlich. Also wir wollen auf jeden Fall unsere Outfits drehen und... Genau, Outfits wollen wir drehen. Auch ja. Hier ein Teaser, ein kleiner Einblick. So, da gehen wir jetzt essen. Sind schon gespannt, wie es schmecken wird. Kann man sich die Oliven einfach nehmen? Ja. Mit der Hand oder mit der Gabel? Ach so, mit der Hand. Und? Das
sind jetzt fertig mit dem Essen und ich habe mir hier das einpacken lassen, weil das war so eine riesen Pfanne Essen. Das war unbeschreiblich, aber richtig, richtig gut. Dein Essen war nicht so grandios. Nein, gell? Leider nicht. Also für Vegetarier ist es so semi-gut da, glaube ich. Aber der Spargel war extrem gut, fand ich. Ja, der Spargel war toll. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen herumspazieren. Ja. Ich wiederhole, falls es nicht laut genug war. Andrea sagt, oh, das sind die Männer, da müssen wir auch noch hin. Obwohl hier am Passier sieht auch schon ganz gut aus. Ja, da sind auch einige Hoodies dabei gewesen. Ja, hier sind schöne Männer. Kein Scherz. Die Palmen, bitte, wie schön ist das? Ja, du musst die Palmen an. Ja, ja, so ich ist die Palmen, ich nehme die Männer. Spaß. Das ist die Andrea. Nur ein Spaß. Das ist total Spaß. Fotos hier schön am Strand, yes. Ganz touristisch wieder. Mit dem Beach im Hintergrund, aber ohne die Kinder. So, bisher hatten wir einen wirklich schönen Tag am Strand. Aber richtig, war noch sehr lecker essen. Ja. Und wir haben ganz nette Briten und Britinnen kennengelernt, die treffen wir vielleicht am Sonntag wieder. Ja. So, weil da ist so eine ganz fette Party mit Lagerfeuern am Strand. Feiertag. So. San Juan oder San Jose, ich vertausche es immer, aber ja. Ja. Und ja. Da gehen wir dann wahrscheinlich hin am Sonntag. Yay! Und jetzt trinken wir was noch am Strand. Genau, jetzt hocken wir uns mal darüber unter die Palmen. Auf diese lustigen, runden Stühlchen da. Und nach vorne gehen. Boah, voll geil. Der Sand da zwischen den Zehen. Das hatte ich schon ewig nicht mehr. Tag 4. Und es ist Mittag und wir gehen jetzt los. Ja. Weil wir ziemlich lange gepennt haben. Ja. Nein, eigentlich wieder wie die letzten Tage. Aber kein Wunder, dass es immer so früh 12 ist, weil wir bis um 9:30 geschlafen. Mhm. Aber wir haben es das verdient. Ja, es war echt krass. Wir wollten gestern eigentlich ausgehen. Und dann ist die Andrea mit ihrem Laptop neben mir gesessen. Und ich habe mir gedacht, ja gut, schlafe ich kurz. Sie weckt mich dann schon auf. Während ich für den Abend Sachen rausgesucht habe. Wohlgemerkt. Ja. Naja, wenn du den Laptop auf dem Schoß hast. Hm? Und dann habe ich kurz gepennt. Mir gedacht, sie weckt mich auf und dann ist sie aber auch eingepennt und wir sind irgendwann um halb zwei. Ich wollte auch kurz chillen. Um 1:30 sind wir dann aufgewacht und dann war es zu spät. Aber macht nichts, weil wir haben heute noch, also Samstagabend und Sonntagabend auch, weil da ist nämlich dieses Fest, von dem ich schon erzählt habe. Da gehen wir dann zum Strand wahrscheinlich, wo es diese Lagerfeuer und so weiter gibt. Und ja, jetzt werde ich dumm angeschaut. Macht aber nichts. Das sind überall diese geilen Nüsse. Meist egal, wo man hinkommt. Und das gibt es immer nur in Spanien. Ich finde, in Deutschland habe ich noch nie diesen frittierten Mais gefunden. Mhm. Und den liebe ich. Der ist natürlich total figurfreundlich, aber sehr geil. Mhm. Ja, und da hinten, das wollte ich auch mal kurz herzeigen, das ist richtig geil. So eine richtige Wellness-Ecke. Irgendwie ist uns gestern aufgefallen, dass das Ganze hier voll der Food Follow Me Around ist. Also alle, die sich von mir ein Food Diary gewünscht haben, kriegen das hier mit. Yay, Essen ist da. Sweet and sour chicken. Und du hast? And spicy and tofu and vegetable curry. Curry. Und da kommt jetzt schon unser Reis dazu. Weil sie hat gemeint, man isst das eigentlich ohne Reis, aber hallo. Ich esse doch nichts da Fleisch pur. So krass bin ich auch wieder nicht. So, wir sind jetzt auf dem Plaza Nova und waren gerade in der Kathedrale de Barcelona. Und Kim und ich, uns tun die Füße weh, wir sind solche Omas. Und sind K.O. und jetzt werden wir irgendwie was trinken, denke ich. Und dann gehen wir hier nochmal ein bisschen durch die Altstadt und gucken uns die an. Und ja, denke ich mal, ein bisschen rumbummeln noch, entspannen. Und trinken was Gutes. Ja. Und nach einem Eis, jetzt unser Abendessen. Pizza! Na, es ist ein Focaccia, oder? Ja, es ist so pizzamäßig mit Thunfisch halt. Und bei dir mit Tomaten. Tomato. Lecker, lecker. Und dann gehen wir da zu Sephora.
Die Andrea kauft sich Hawaiianas, diese typischen Flipflops, und lässt sich eine Pediküre verpassen. Das ist nämlich so ein 2-in-1-Angebot. Oder Maniküre. Und ja, oder Maniküre kann man sich aussuchen. Und ich habe mir gerade schon hier, tada, so einen Parfümzerstäuber. Und eine Urban Decay Primer Potion gekauft, weil meine alte leer ist. Und ich bin mal gespannt, ob die neue in der Tube die gleiche Konsistenz hat wie die alte, weil du meinst ja, dass die eine andere Konsistenz hat. Also mal sehen. Die Konsistenz, aber die ist einfach nicht so gut. Dann mal schauen, was ich dazu sage. Ich bin schon so müde. Schon komplett neben der Spur, aber heute gehen wir auf jeden Fall weg, ja. Abends. Ja. Auch wenn wir dabei einschlafen auf der Tanzfläche, wir gehen feiern. Wir gehen feiern! Ansonsten gießen wir uns noch 5 Kannen Kaffee rein. So, die Andrea kriegt jetzt hier eine Maniküre, weil sie sich die Flipflops da gekauft hat. Und da ist es dabei. Yay! Glücklich? Ja. Yay! Ich habe nämlich keinen Nagellackentferner mit und habe immer nur eine Schicht nach der anderen drauf gemacht. Und jetzt kommt es endlich schön wieder. Ja. Ja. Her mit deinen Nägeln, dass wir die mal herzeigen können. Du, sie Instagramt sie gerade schon. Sie hat die sehr, sehr schön gefeilt, finde ich. Aber ein bisschen hier übergemalt, aber die war auch schon ein bisschen pisst. Sie sitzt da schon seit 11 Stunden oder so und malt Nägel einen am anderen. Also von dem her verstehe ich es irgendwie. Und Andri ist glücklich. Ja. Ich habe meine immer noch total nasty und hässlich. Aber es macht nichts. Ich werde es überleben. Ja. So, wir sind wieder zurück im Hotel vom Einkaufen. Und ich wärme gerade die, oder erfriere gerade. Nein, sie kühlt gerade unsere Drinks ein. Hier. Unseren alkoholfreien Sekt. Alkoholfreien Sekt. Den Robbie Bubble. Hier haben wir dann auch noch unser gutes Abendessen, Baguette und Käse und Ananas. So, jetzt haben wir hier unsere eigene kleine Privatparty. Hey. Andrew shaked schon. Man sieht eigentlich gar nichts, aber... Ja, oder nur Brust. Die durch das Video fliegen und darum ist gar kein Mensch. Hier auf Iskimlians Kanal fliegen Brüste durch das Video. Und zwar 007 Morgensternsbrüste. Like dieses Video für mehr fliegende Brüste. So, Zeit sich fertig zu machen. Fürs Ausgehen. Für mehr fliegende Brüste abonniert diesen Kanal. Like dieses Video für mehr fliegende Brüste.